Grüße euch zu den Tageskarten vom 28. August 2017. Was habe ich dem? Da ist doch der Mondkalender. Laut dem Mondkalender haben wir zunehmender Mond im Zeichen Skorpion, Element Wasser. Es ist ein Wassertag. Zwischenmenschlich besagt der Mondkalender, falls Sie sich einmal nicht akzeptiert fühlen, gibt es eine einfache Möglichkeit, die gewünschte Akzeptanz in Gang zu setzen. Setzen Sie dem anderen die Akzeptanz, die Sie selbst gerne bekommen möchten. Das mag am Anfang nicht so einfach sein. Die Methode besteht letztlich darin, dass Sie sich eigentlich selbst mit dem beschenken, was Sie gerne möchten, dem anderen Respekt und Akzeptanz entgegenzubringen. Ist nämlich eine Art Aufrichtung in uns selbst und damit schon mehr als die halbe Miete. Okay, und die Affirmation unserer Krafttierkarten. Ich gebe jetzt all meine Kraft in meine Aufgabe, in meine Arbeit. Mut bedeutet, die Angst anzunehmen. Ich stelle meine eigenen Belange jetzt zurück und kümmere mich um meinen Nächsten. Heute ist es ein bisschen anders da. Ich habe neue Karten, Liebesorakel von Pia Schneider. Ich finde die ganz toll. Allerdings, ja, werde ich euch nur den Text für den Erfolg vorlesen. Und ich glaube, das passt sehr gut, wenn ich hier mit den französischen Karten mache ich jetzt die Deutung für den Tag. Allgemein, kurz und knapp haben wir hier die Kreuz 10. Bedeutet Streit und Verdruss, ja. Also meist beginnt es im Inneren, ja, innere Ebene beginnt es meist mit dem Gefühl der Unzufriedenheit. Dann fehlt nur noch der richtige Partner, an dem du Dampf ablassen kannst. Steht er auch unter Druck, dann kommt es beidseitig zu Explosion. Das Thema ist dabei unwichtig. Worte haben Macht und negative Worte können nicht nur verletzen, sie können auch töten. Ja, wir haben das alle irgendwie schon mal erlebt und dann könnte man sich selbst nicht mehr. Ja, das war einfach so. Wie kannst du nun so einer schlimmen Sache vorbeugend begegnen? Wichtig ist, dass du deinen inneren Konflikt erkennst und so ruhig wie möglich bleibst, deinem Gegenüber zuhörst und erst dann deine Argumente vorbringst, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Dann kannst du auf den Kernpunkt der Auseinandersetzung zum Sprechen kommen. Ja, unter Umständen kann man auch einmal eine Streit ertragen, aber nicht vergraben. Ja, sachliche Auseinandersetzung in dem Moment nicht gewachsen fühlst. Was ich jetzt denke, was bei vielen zutreffen könnte diese Woche. Ja, auch widerstreitende Gedanken können genauso zermürbend sein wie der Streit mit einer anderen Person, aber mit dir kannst du üben. Schreibe alles, was für eine Sache spricht, auf ein Blatt Papier. Nun nimm ein neues Blatt für das, was dagegen spricht. Schon beim Schreiben wird sich das meiste klären. Das ist eine erprobte Methode. Denn Restüberschüssigkeit übergibst du einer höheren Macht, denn die Antwort bekommst du von deinem höheren Selbst, wenn du darum bittest.
Ja, vielleicht antwortet es dir auch in einem Traum oder es fliegt dir im wahrsten Sinne des Wortes ein Gedanke zu. So oder ähnlich hast du es bestimmt schon einmal erlebt. In der Auseinandersetzung mit einer anderen Person wird dir diese Übung größere Gelassenheit geben und du kannst den Streit in einer fairen Atmosphäre austragen. Okay, beruflich haben wir die Karo 7. Sie steht, ja, gesicherte Existenz. Das ist ja super. Ja, beständig ist das Hauptmerkmal. In beruflichen Angelegenheiten ist Dauerhaftigkeit angesagt. Ein sicherer Arbeitsplatz oder ein eigenes Unternehmen bringen dauerhaften Erfolg. Bei allen Arten von Geschäften wirst du sicher vorankommen. Setze deine natürliche Vorsicht und Klugheit ein. Diese Karte rät ab von unsicheren Spekulationen. Ah, Karo 7 bedeutet für dich, ja, dass du eine Ruhepause einlegen kannst. Eine Angelegenheit geht ihren Weg zu deinen Gunsten. Perfekt. Und zum Thema Liebe haben wir hier Herz 8. Innige Zuneigung, große Freude. Die Herz 8 ist die einzigste Karte, die deine Frage mit Ja beantwortet. Deine Lage ist sehr erfolgsversprechend. Man kommt dir entgegen, aber zuerst wirst du dir selbst noch die folgende Fragen beantworten müssen. Will ich es auch aus ganzem Herzen? Bin ich bereit, einiges aufzugeben, wie Gewohnheiten oder Dinge, die mir lieb geworden sind? Vielleicht auch meine Geborgenheit und meine vermeintliche Sicherheit. Wenn du Fragen ehrlich von dir selbst mit Ja beantworten kannst, dann hält das Schicksal eine große Freude für dich bereit. Es ist deine Entscheidung und deine allein. Menschen werden auf dich zukommen, deine Arbeit wird geschätzt und belohnt. Bestehende Verbindungen können gefestigt und neu belebt werden, aber auch neue Herzensbindungen können entstehen. Erfülle dein Bewusstsein mit Herzensfreude und wundere dich nicht, wenn du vielleicht von fremden Menschen angesprochen wirst. Baue dir keine selbstgemachten Hindernisse auf, wenn dies ist eine gute Zeit, die auch genutzt werden will. Ja. Und Amors Botschaft. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Okay, und der Erfolg, hier haben wir die Pik 5. Meide kleinliche Lösungen. Deine Gefühle solltest du nicht verheimlichen. Sie liefern die beste Motivation und garantieren dir die schönsten Erfolge. Und meine Zukunft ist das Produkt meiner Gedanken. Das Universum unterstützt alles, was ich denke und glaube. Ich kann meine Gedanken frei wählen. Daher entscheide ich mich für Harmonie und Frieden und bringe dies in meinem Leben zum Ausdruck. Sehr schön. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und drück euch fest die Daumen, dass
es hier auch einen super Start gibt, ne? Widerstreitende Gedanken, okay, kommt einfach mal vor. Man fühlt sich manchmal nicht so richtig wohl in seiner Haut, ja. Aber das wuppt ihr doch. Hm? Ja, wenn man alleine schon daran denkt, die Erfolgsaussichten und die Liebeskarte, das kann ja nur ein toller Tag werden, ne? Lächeln. Du bist ein erfolgreicher Mensch, du bist auf dem Weg zu deinem Erfolg.